Entschuldigung für Sand. Also, ich denke, das ist eine Menge Sand, weil man hat wirklich nach einer Sprungeinheit Sand überall, also am ganzen Körper. Und Sand ist sehr hartnäckig, den bekommt man nicht einfach weg. Es ist definitiv eine Menge, 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 Menge Sand. So, das ist mein Sprungspike für den Weitsprung. Hier unten drunter gibt es Dornen. Die muss ich regelmäßig wechseln, da die durchs Springen stumpf werden. Und wenn die stumpf sind, fehlt mir der Grip und ich komme nichts voran. Sagen wir es mal so. Bei den Nägeln gibt es auch bestimmte Regeln. Man darf maximal 11 Nägel am Schuh haben. Und die dürfen auch nur beim Weitsprung zumindest bis zu 9 mm lang sein. Wenn ich mal einen Durchhänger habe im Training oder ich mal denke, oh, heute wieder Training, ich habe keine Lust drauf, dann muss ich ehrlich sagen, ich freue mich dann trotzdem immer auf meinen besten Freund, weil mit ihm macht das Training immer noch mal 100-mal mehr Spaß und ich kann mich dann doch immer dazu aufraffen, ins Training zu gehen. Also der Sport bringt einfach noch mal so viele Freundschaften und das ist meistens so die größte Motivation für mich. So, jetzt messe ich meinen Anlauf aus. Der ist ungefähr bei 35 Meter. Jeder hat einen unterschiedlichen Anlauf. Den findet man heraus, indem man ganz viele Leistungsdiagnostiken macht. Bedeutet, ich schaue in der Leistungsdiagnostik, wo meine maximale Anlaufgeschwindigkeit ist. Weil im Wesentlichen muss man schnell sein am Anlauf. Und das sind immer ungefähr 18 bis 20 Schritte. Ich habe keinen Ernährungsplan. Klar versuche ich, mich gesund zu ernähren. Worauf ich aber tatsächlich achten muss, ist halt vielleicht nicht so viel zu naschen, nicht so viele Süßigkeiten. Dafür müssen halt dann Nüsse und Obst herhalten. Und das ist auch in Ordnung. Und nach der Saison warten dann die Süßigkeiten auf mich. So, das ist das Brett. Hier springe ich ab. Vor allem diesen weißen Bereich hier vorne. Je näher ich am Schwarzen bin, desto besser ist es. Gemessen wird tatsächlich hier am unteren Ende des schwarzen Brettes. Jedoch darf ich nicht über diesen schwarzen oder auf diesen schwarzen Bereich treten. Dann ist der Sprung ungültig. Optimal ist es, wenn ich hier auf dem weißen Brett springe, weil es einfach wie ein Katapult wirkt. Wenn ich auf dem Tartan springe, bedeutet, was auch viel weiter weg ist, vom Tartanboden kriege ich halt nichts zurück. Ja, frage ich mich auch, mein Trainer auch. Ja, manchmal passt der Anlauf nicht. Also es kann manchmal passieren, dass Windbedingungen beispielsweise. Und manchmal habe ich ein bisschen stärkeren Rückenwind, manchmal habe ich auch Gegenwind. Ja, manchmal bin ich aber auch zu langsam am Anlauf und dann komme ich entweder gar nicht am Brett an oder vielleicht bin ich auch viel zu schnell und dann übertrete ich dann eher mal. Also es sind meistens äußere Bedingungen, manchmal liegt es auch an mir. Aber ja, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also nach dem Absprung kommt dann die Flugphase. In dieser Flugphase mache ich den Laufsprung, bedeutet in der Luft mache ich mehrere Schritte. Ich springe ab, laufe, laufe und gehe dann in die Landung. Bei der Landung ist es wichtig, dass man zwischen Fuß und Oberkörper keinen so großen Landeverlust hat. Bedeutet, in der Flugphase versucht man die Beine so lang wie möglich oben zu behalten und gehe dann zuerst mit den Füßen runter und versuche dann meinen Oberkörper nach vorne zu ziehen und versuche so keinen so großen Verlust zwischen Bein und Oberkörper zu machen. Beim Weitsprung wird die hinterste Stelle gemessen. Wenn man beispielsweise einen langen Zopf hat und dieser Zopf am Sand aufkommt, dann wird der zum Beispiel gemessen. Deswegen habe ich bei Wettkämpfen ganz oft kurze Haare. Scheiße. Ach Gott.